Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Mega Man X8. Wir wollen hoch hinaus, genauer gesagt ins All. Und ja, wir müssen dafür den Jacob Lift. Ich habe den genauen Namen immer noch nicht. Aber egal. Erstmal muss ich hier die Rüstung wieder. Ja, die Ladegeschwindigkeit. Unsichtbar. Oder scharfe Schüsse mit voller Ladung. Okay. Ich möchte jetzt da oben hingehen und Sigma suchen. Und jeden aus dem Weg fegen, der sich uns in den Weg stellt. Ja, yeah, Jacob. Jacob. Jacob, was? Jakob. Und ja, ich weiß noch, dass der Aufstieg bis zur Spitze nervig ist. Und ich glaube, wenn man verreckt, dann muss man auch ganz von vorne anfangen. The orbital elevator is used to transport equipment into space. Good luck out there. Ja, wir gehen jetzt von innen quasi nach oben. Anstatt hier. Ah, da sah man die Autos von außen. Wir sind jetzt also sozusagen in dem ganz großen Turm, den wir vom Intro gesehen haben. Ich könnte mich mal bewegen. Da, guck ich das an. Ich bewege mich und bekomme Metall. Schön. Wie gesagt, das können wir jetzt natürlich überhaupt nicht mehr brauchen. Aber schon fast alles. Aua. Ich tue eigentlich noch ganz dicht. Weg da. Weg da. Weg. Ja, und die tun natürlich hier alles aufbreiten, was sie haben. Auch wenn es gegen uns nichts mehr bringt. Okay, was wollt ihr denn? Ich glaube, ich will Metall. Ich bekomme pro paar Schritte 24, 25, 26. Nein, ja, bringt natürlich sehr viel. Ich sehe, wenn die ganze Zeit Metall hier auf dem Gebiet auftauchen, die ich einsammle. Zack. Ah, verdammt. Würde ich gerne aufsammeln. Ja, langsam nähert sich das Projekt dem Ende. Ich habe jetzt die vorletzte Level. Ne, Quatsch, danach kommt noch eine. Aber ich weiß es nicht mehr. Ist auch schon ein paar Tage her. Na komm. Ui. Oh, Heilung. Nein, 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 nein. Boah, nein. Wir können hier nur hier Bomben runterfallen lassen, seid ihr irre. So, wir gehen immer weiter nach oben. Boah, mir wäre so schlecht, wenn ich da oben wäre, ne? Ich bin ja schon überrascht, dass Zero oder X hier nicht voll übergeben. Boah. Boah. Noch einer. Mann. Boah, wir sind schon im All. Guck euch an. Da sind Sternflug vorbeigeflogen. Ich will mir was wünschen. Ruhm und Ehre sind schwer und ultimative Waffen. Aua. Aber das ist so viel besser, wenn der Schuss so schnell aufgeladen ist. War so ungewohnt in der Optik Sunflower Level. Der hat immer, ich habe nie rechtzeitig vollständig aufgeladen. Habe ich immer diese kleinen Minischüsse abgegeben. Das fand ich nicht so. Oh. Aber wann gibt es denn solche, oh, solche Leute drauf? Vor allem, wir haben so viele Angriffe, aber wir nutzen immer nur die normalen Angriffe oder Kombos. Und er ist kalt. Ja, alles ab. Na, ich habe einen Moment nicht hingeguckt, Mann. Oh. Ich hab einen Moment auf dem Laptop und dann sah ich auf einfach nur so 2, 3, 4 Leute um mich herum. Meine Paparazzi. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Ihr werdet bald oben ankommen. Seid auf alles gefasst. Sigma. Da sind wir. Direkt neben dem Mond. So sieht der klein aus.
So, was kommt jetzt? Oh nein, es ist Boba, weil. Hi. You're struggling awfully hard for a world that's doomed. So, it was Sigma pulling the strings the whole time, wasn't it, Vile? You finally piece it together, X? The orbital elevator, the energy, the space minerals, the rocket data, the route to space. The thing that's allowed this world to survive this long is ours. I don't care what you plan to do. I'll put a stop to it no matter what. Und Epic Music incoming. Jetzt kommt wieder mein Lieblingslied im gesamten Spiel. So, ich habe zwei Energietanks. Was meinst du eigentlich, was du gegen mich ausrichten kannst? Ich könnte dich schon eigentlich mit den Eisangriffen ja erledigen, aber... Nee. Ich möchte einen ehrenvollen Kampf haben. Ich war so schnell wie mein Angriff aufgeladen ist. Aua. Nein, jetzt kommt seine nervige Attacke. So, ich bin jetzt nochmal. Scheiße, verpasst. So, hier. Verdammt. Hier. So, da öffnen sich immer so ganz kleine Lücken, wo man durch kann. Hier. Da muss man da durch. Und jetzt nochmal. Ja, scheiße. Boah. Nein. Ha, fast perfekt. Was sagst du dazu? Was macht das? Aua. Oh nee. Scheiße. Oh. Ex. Und ach ja. Nee, nee, nee. So einfach soll es dann doch. Ey. Ich glaube, jetzt macht er aber nicht mehr so lange wie beim ersten Mal. Boah. Ich meine, dieses Einrüstungszeit, wo man beim Sprinten unbesiegbar ist. So. Und tot. So. Und das war's mit Vile. Oder? Auch nicht. Nein, scheiße. Er ist nicht tot. Aber egal, nicht von abgeschlossen. Und wir bekommen keine Belohnung, schade. Ja, okay, die 4000 Metall. Und Arang, so muss das sein. So, was jetzt? Vile, Sigma, just like old times. Zero, does it remind you of the virus? So, you heard about that? He tried to use me to destroy the world. That's why I've got to find him and turn him into a pile of molten scrap. Be my navigator. Help me find that Maverick before he fulfills his plan. Ja, wir könnten theoretisch schon hier in die nächste Level gehen, aber bei mir muss immer alles passend sein. Zuerst wollen wir uns hier die Lebensladungen. Oh, die gehen auch in den anderen Tankgruppe. Okay, so leisten können wir uns leider nichts mehr. Ne? Schade, ja. Für mich kommt das aber jetzt gerade sehr passend. Ich mache dann hier einen Schnitt und dann fangen wir im nächsten Part mit dem Tor an. Sigma am Versorgungs-Relays-Punkt entdeckt. Ermittelt. Nix Deutsch gut können tun. Naja. Egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Mega Man X8. Keine Ahnung. Tschüss.